zur ersten? Ich war erstmal. Das ist natürlich die. Danke, ne? Ich will die Tower gleich machen. Weiß ich gar nicht, ob es zu fashion. Jeder startet anders an den Tag. Da kam mein Bruder, der die Pfeife klar gemacht hat. Jetzt geht's los in die Schule, Jungs. So, Freunde, wir sind hier heute in der Spielothek. Ich bin hier gerade in der Spielothek. Maxim kommt gleich vorbei. Oder sie ist eigentlich schon am Start. Holt aber gerade noch Geld, denn wenn man in die Spiele geht, braucht man Geld. Und ich werde dir heute einfach mal zeigen, wie man richtig Geld verdient. Aber nur damit du es verstehst. Aha. Das ist so ein kleiner Gewinn. Mhm. Ja, so, Freunde, das ist schon ganz, ganz übel. Sie hat schon einigermaßen gelernt, wie man die Leiter drückt. Mach mal schnell das Bins, drück mal einfach ganz schnell. Oh mein Gott, Alter, das ist richtig fresh. Das ist richtig fresh. Aber würdest du sagen, das ist Suchtpotenzial? Nee. Nein? Ich bin ganz sinnlos eigentlich. Also mich hat's völlig gepackt, bin ich ganz ehrlich. Mich hat's völlig gepackt. So. Oh, 20. Fazit dieses Tages? Mega, 15 Euro plus. Kannst du mal eben sagen, wie das gerade passiert ist mit dem 15 Euro plus? Ich hab da irgendwie ganz oft drauf gedrückt. Du, oder? Ja, ja, safe. Nochmal? Aber du gehst nicht nochmal in die Spielothek? Ja, doch. Jede Woche jetzt einmal. Wenn du weißt, dass du nicht mehr weißt, ob ich weiß, ob ich bleib. So guys, I'm back home, back at my crib. Ne, Freunde, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es war ein sehr entspannter Tag. Grüße gehen raus. Ich habe den Leuten mal gezeigt, wie Spiele funktioniert. Ja, auch mal den weiblichen Gästen hier in diesem Vlog. Morgen geht's weiter. Morgen ist Schule. Morgen ist ein geiler Tag. Ich nehme euch morgen auch noch mit, weil ich bin Ehrenmann. Ich habe viel zu wenig heute gefilmt, deswegen gibt es morgen den Tag auch noch. Und deswegen, Freunde, würde ich sagen, wir machen es ganz klassisch, oder? Wir machen es klassisch. Wir sehen uns morgen früh, wenn ich wieder völlig verpeilt bin. Bis gleich. Boom, boom, boom. Morgen. Ich sage euch ganz ehrlich, ne, dass wir diesen früh aufstehen, das muss weg. Das darf nicht mehr sein. Das muss gefixt werden. Das muss ganz schnell gefixt werden. Das muss ganz schnell weg. Gerade kurz überlegt, ob ich erste. Ach komm, ich halt's mal. Ab zur Schule. Ja! Yeah. Ja, hoffe, ich schreibe keine Klausur, weil wir sind einfach verpflichtet. Gestern mal die letzte. Gott sei Dank. Und dann waren wir hierher, also ich war 2 Stunden mit dem gefixt. Also wir haben uns mit Samuel Koch beschäftigt und wir werden erstmal ein bisschen darüber reden, was er gemacht hat, also wie sein Unfall entstanden ist. Dann werde ich noch sagen, wie das passiert ist, also es war ja eine Show und da werden wir noch darüber reden, wie das, was er heute macht. Und dann ist er halt angelaufen, wollte über so ein etwas höheres Auto springen, mit diesem SUV, wo sein Vater, glaube ich, drin saß. Gibt's viele Sechsen? Vier Sechsen, ne, Sechsen nur eine. Oh, nee. Oh, Alter. 5 Minus hast du? Ja. Das ist ein besser 6, ne? 3? Ja. Woher der Englisch ist? Oh. Ich hab ihm voll die schöne Herzen gemalt. Ja, hab ich gesehen, deswegen ganz alle da. Nur die Herzen oder? Ja, ich hab nicht die Sechsen. Ich hab mehr Punkte als du. Ja! 3 Minus. Wollte ich das bei den Kameras abwählen? Also wenn jetzt jemand reinkommen würde, dann sieht die Kamera hier oben stehen. Das wäre cringe.
Heute ist die GoPro angekommen. Also ich hoffe nicht, dass es allzu sehr auffällt, wenn ich die jetzt zum Beispiel in der Klausur rock oder so, aber ich meine, das Ding ist klein und fein, deswegen ich denke mal nicht, dass man das unbedingt massiv direkt sieht. Papa! Hab eine miese 3 in Englischklausur. Ist okay oder nicht okay? Ist gut? Ja, schön. Was du gesagt hast. Kannst du mal eben den Fall, ne? Was soll ich machen? Die Tür mal eben aufmachen, damit der Heck rausgeht. Nee, passt schon. Grüß dich, feine Mutter. Ich wollte sagen, ich hab eine 3 in der Englischklausur, gell? Echt? Oh, super. Kelly, du sagst mir auch immer alle Klausuren, ne? Nicht nur die guten. Ja. Alles gut. Einfach im Garten. Ein Pferdchen. Zu krass.